Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Ich bin Dennis oder ClassifyLP und wir sind wieder hier. Und ich habe relativ vergessen, wie wir hochgekommen sind. Aber runter kommt man ja wesentlich leichter als rauf. Und ich weiß zumindest, wo wir hin müssen, weil ich habe mir ja letztes Mal noch einen Marker gemacht. Also gehen wir einfach mal schön hier runter. Kommen wir von hier? Anscheinend nicht. Na doch, vielleicht schon, wenn ich die Pelzarmschienen da liegen lassen habe. Ja, doch, ich erinnere mich dran, aber ist es nicht vielleicht schlauer jetzt hier? Oh. Ich weiß nicht, ob. Ja, okay, hier können wir nicht wirklich runter. Das wird schon irgendwie gehen. Solange wir vorsichtig sind. Lydia hat bestimmt Probleme mit dem Runterlaufen, aber. Na, spätestens wenn wir irgendwo wieder reingehen, wird sie schon wieder hinter uns sein. So, mal gucken, ob ich da drüben rein kann. Das kleine Dwemer-Ruinen-Teil, aber das sieht eher so aus, als wäre das der Ausgang für irgendwas. Scheint nichts aufzugehen. Nö. Na gut. Dann gehen wir mal darüber. Ist noch ein bisschen weiter weg. Aber ich kann es schon von hier sehen. Oh. Okay. Schöne idyllische im vollen Schneefall einfach durch die Gegend zu laufen, ohne andauernd von Monstern angegriffen zu werden. Oh, waren wir schon bei dem Altar? Ich glaube noch nicht. Das sieht zumindest nicht so aus. Oh oh. Na komm. Okay. Ich glaube, wir müssen mal wieder unsere Sachen aufladen. Wie viel war da? Okay, gar nichts. Moment, warum habe ich eine normale Ebenerz-Axt ausgerüstet gehabt? Merkwürdig. Jetzt ist es nicht mehr so, oder? Ja, okay. Das ist richtig so. Eisenpfeile sind natürlich wieder ausgerüstet, so wie immer. Kenn ich ja gar nicht anders. Gucken wir mal, vielleicht kommen wir erstmal zu diesem Schrein. Der müsste ja irgendwo hier gleich da vorne sein. Hier bei den Dwemer-Ruinen? Oder habe ich das gesehen? Wie weit ist denn die Markierung von hier entfernt? Ja, doch ein Stück. Na, gucken wir uns einfach beides an, würde ich mal sagen. Habt ihr etwas gehört? Ist auf jeden Fall Gegner. Er hat mich gesehen. Habe ich beiden nicht getroffen? Autsch, Autsch, Autsch. Okay. So. Alter Wein kannst du behalten. Irgendthand. Oder Irkenthand. Ja, das war er. Denn der Gegner direkt hier hinter? Oh, da oben. Aber. Ich treffe aber auch nicht.
Anscheinend schieße ich jetzt doch mit Vulkanglasfallen, okay. Das war gerade eben nicht so. Erstmal noch eine Stunde schlafen. Vielleicht kommt Lydia ja dann an. Stunde hätte ihr erreichen sollen eigentlich. Naja, was soll's. Okay, ein bisschen Gold, Tränke, wunderbar. Jetzt kommt bestimmt gleich ein Feuerball. Hier draußen ist ja meistens nicht so viel los. Ich frage mich, ob wir da drinnen wieder Banditen erwarten können oder etwas anderes. Naja, etwas anderes erwarte ich da drin auf jeden Fall. Aber zuerst kommen bestimmt wieder Banditen. Keine Sekunde verbringe ich mehr. Stinkenden Kerker. Sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. Er stirbt lieber, als sich zu ergeben. Können wir ihm anbieten. Ich wüsste, wo er ist. Oh. Hätte wissen müssen, dass sie lügt. Sagte, sie würde... Aha. Da haben wir uns gut angeschlichen. Komisch, dass er ihn nicht als Feind registriert hat. Das war aber auf jeden Fall ein Bandit. Schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Oh. Oh, wow. Anscheinend bin ich plötzlich wieder wesentlich besser im Schleichen als sonst. Ist die Person unter mir? Die Personen? Sogar. Sie sind nirgendwo. Hm. Ist aber auch nichts Besonderes. Da drüben ist ein Hebel. Ich denke, da kommen wir auch so hin. Soll nicht irgendwie durch die Gegend hüpfen. Wegen grünen Äpfeln werde ich mich jetzt nicht anmachen. Da hinten, da wo meine Pfeilspitze sind, zeigt was. Hier ist auf jeden Fall das. Ja, ist das so? Au, au, au. Oh, ein Anführer. Oder eine Anführerin eher. Das war schlecht. Nein, nicht wirklich. So, P, wie du bist. Natürlich schon wieder getroffen worden und sie hat sogar eine Magie. Das hat gereicht. Okay, sie hält auch nicht viel aus. Naja. Ui, Elfenkriegsaxt des Blitzschlags. Und die Nordrüstung nehmen wir auch noch mit. Die ist ja gar nicht mal so schlecht. Okay, und du hier. Schön viel Gold. Naja, 88 Gold ist jetzt gar nicht mehr so viel. Dadurch, dass wir irgendwie 50.000 haben fast. Haben wir inzwischen eigentlich... Theoretisch 50, dann nicht wirklich, oder? Ich glaube, wir sind knapp drunter. Oder? Ah, nee, haben wir nicht inzwischen irgendwie schon 45.000 nur angespart? Ich glaube, so war das. Irgendwas so in der Richtung war das. So, hier rüber. Ich denke mal, das ist die richtige Richtung. Hm, kommen wir hier nirgendwo rein? Ist es einfach nur draußen? Schöner Eben, Erzpunkt. Oh, und jetzt haben wir wieder zu viel dabei. Hm. Oh, ich habe 3 Amulette der Mara. So, jetzt hätte ich gerne, dass Lydia irgendwo zu sehen wäre. Ist sie natürlich nicht. Ich glaube, das ist, wenn wir da runterfallen, ein bisschen zu weit. Hm. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als wieder das gute alte
Ups, das wollte ich nicht. Schon wieder viel zu lange nicht gespielt. So. Auraspalter und die dädrische Axt des Schmerzes. Oh, ich bin nur noch überladen. Na toll. Weg mit den... Was passiert, wenn man andere Spiele spielt, wo man nicht R drücken muss, um Sachen fallen zu lassen? Kahnglasrüstung hatte ich definitiv an. So. Also war bei Weitem nicht mehr überlastet. Ist ja komisch, hier geht's nirgendwo irgendwie in die Ruinen, so wie es aussieht. Gut, die sehen auch von außen jetzt schon relativ zerstört aus. Trotzdem. Ich habe irgendwie erwartet, dass wir noch was kriegen. Aber ich meine, hier ist eine der Stellen. Die ist ja offensichtlich nicht... was dem Eingang ähnlich nahe kommt. Und der andere Teil... Ist da überhaupt einer? Ich dachte, ja, da drüben, aber das ist zu weit weg. Gehen wir erstmal zum Marker zurück. Oder zum Marker hin. Wir waren ja da noch nie. Den Vulkanglasfall nehme ich auf jeden Fall. Dann wollen wir mal gucken, was da drüben los ist. Hier wird auf jeden Fall irgendwo ein Riesenlager sein. Die sollten mich aber nicht angreifen. Ah, und das ist anscheinend auch das, was ich markiert habe. Oh, natürlich. Ein Eistroll, was sonst? Die sind natürlich immer aggressiv, warum sollte es auch nicht sein? Mal speichern, bevor ich hier wirklich hingehe und in die Luft geschleudert werde. Hallöchen! Schönen guten Tag. Oh oh. Naja. Das war auf jeden Fall die Markierung, die ich aus Versehen nicht ganz richtig gesetzt habe. Was passiert eigentlich, wenn er aus Versehen das Mammut angreift? Oh, oder mich das Mammut einfach angreift, wenn ich ihm zu nahe gekommen bin. Gut, dann hauen wir mal ab, würde ich sagen. Schnell in die Richtung. Wir sollten uns in Ruhe lassen, wenn ich lang genug renne. Ich hoffe es zumindest, sonst haben wir ein Problem. Na, ich glaube, sie verfolgen uns schon nicht mehr gut. Dann haben wir hier alles gesehen. Ich würde gern da lang gehen. Ich habe ja gesagt, ich möchte auf der südlichen Seite des Flusses sein. Wow. Aua. Oh, das war viel zu weit weg. Aua. Komm schon. So. Okay. Oh, wow. Oh, okay. Ich glaube, ich wurde von der anderen durch die Spinne getroffen. Das war eine böse Falle, weil ich dachte wirklich, da wäre irgendwas. Da ist ja auch höchstwahrscheinlich was. Haben wir das jetzt entdeckt? Ja, haben wir. Ich muss nur den Marker nochmal hier hinsetzen. Und dann holen wir uns die Spinnen. Ist halt dumm, dadurch, dass Lydia schon wieder nicht mitgekommen ist. Ich weiß immer nicht, warum sie sich nicht einfach teleportieren kann. Das würde zumindest Sinn ergeben. Falls man mal irgendwo langläuft, wo man nicht unbedingt langlaufen sollte. Wo war denn das jetzt? Hier nicht irgendwo? Hier ist es.